So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von BeamNG Drive hier auf meinem wunderschönen Kanal. Wir hatten jetzt mal die Kampagnen gemacht, da hatten wir hier Rookie Start, was eben so eine Art, ich sag jetzt mal, Art Story ist. Jetzt gehen wir aber wo ganz anders hin. Wir gehen, ich merke gerade, das Spiel ist viel zu laut. Wir gehen in Szenarien, da haben wir ganz, ganz viele Szenarien. Ich würde mal sagen, wir fangen, weil ich das nach Player sortiert habe. Und hier gibt es eben welche für 2 bis 4 lokale Spieler und sowas. Ich beginne einfach mal von unten an. Und zwar ist es Ginny Pig Pepperies. Difficulty. Uta Goals. Ich soll Damage machen. Da würde man sagen, gehen wir mal rein. Ginny Pig Pepperies Transport Aquavet for the last trip. Und da sind wir schon im Spiel. Ich hoffe mal, es ist. Machen wir mal ein bisschen leiser. Achso, hier. Nur hier rückwärts ranfahren. Haben wir sie dran? Ja, wir haben sie dran. Okay, nice. Und jetzt müssen wir 13 Checkpoints hinbekommen. Und das ist bestimmt in einer recht guten Zeit. Sind wir mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Ja, es ist die Map Uta, also wer das nicht vorhin gelesen hat. Und so im echten Leben würde ich niemals ein Auto transportieren, das sage ich jetzt schon. Ich glaube, der soll aber draufbleiben, deswegen werde ich doch mal ein kleines bisschen ordentlicher fahren müssen. Denkt mir jetzt schon 7:30 drauf. Und wir haben noch niemals die Hälfte von den Checkpoints geschafft. Ja, man merkt schon, man zieht ein bisschen nach links rüber. Da ist schon irgendwas kaputt. Mehr nach rechts so. Okay. Da wurde ihr habt nichts gesehen. Los geht's. Achso, das an- und abhängen, okay. Na los! Und jetzt waren wir vorhin schon unterwegs. Jetzt muss ich mich mal hier ein kleines bisschen beeilen. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert. Das ist eben hier Singleplayer-Mission. Und das ist, was war das? Medium? Bin ich mal gespannt, was die leichten und die schweren Sachen haben. Weil das ist eigentlich bloß jetzt vorne im Moment. Das einzige ist, du musst die Zeit schaffen und der Wagen darf nicht runterfallen. Die Corvette ist kaputt. Wie denn das? Die Corvette war doch noch ganz, oder? Ich habe mir auch schon mein Handy rangeholt, um die Zeit wieder zu wissen ungefähr. Das ist eben hier wieder so ein Spiel nur zwischendurch, also ein A2-Projekt hier auf dem Kanal jetzt im Moment. Bin mal gespannt. Ich probiere es jetzt einfach mal, ob das so besser geht. Ich kann morgen mal Dash. Wir haben ja sonst noch Hot. Die Kamera war richtig mies, also da hat man überhaupt kein Gefühl mehr gehabt. Aber wir gehen natürlich in die Dash rein. Also sehen wir auch nicht, was hinten passiert. Das heißt, ich konzentriere mich eigentlich nur aufs Fahren. Und es ist dann so eine Überraschung. Oh, die Corvette ist runtergeflogen. Das wusste ich ja nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Also ich sehe jetzt nicht, wie steht die Corvette, also das Auto drauf auf den Anhänger. Ist der Anhänger vielleicht leicht am Kippen oder zieht er sich ziemlich weit nach links, nach rechts? Ich sehe nichts. Ich würde mal sagen, das ist nämlich ein Vorteil der ganzen Sache. So, neuer Rekord für mich. Soweit waren wir vorhin noch nicht gewesen. So, dann durchs Ziel so, ja, du hast aber doch für nur so und so viel Zeit. Also das würde mal richtig gelaufen. Jetzt würde ich mal auf die Außenkamera wechseln. Die Kamera ist eigentlich auch recht gut. Aber wir gehen natürlich wieder in die Dashkamera rein.
versuche mal hier ein bisschen Geschwindigkeit jetzt zu holen. Zum Glück kommt hier kein Gegenverkehr oder sowas. Das wäre ja der richtige Hammer. Da würde man sich ja gleich umbringen. Ich glaube, bisher liegen wir recht gut in der Zeit. Also im Gegensatz vom Vorhin liegen wir wirklich recht gut in der Zeit, hoffe ich mal. Ich weiß die Zeit überhaupt nicht. Ihr könnt zurückspulen und gucken, wie die Zeiten sind. Ja, ich möchte mal etwas ansprechen. Ich hätte ja vor kurzem mal angesprochen, ja, ich bin hier im Fühlstein und sowas. Jetzt gerade funktioniert das nicht. Dadurch... Alter, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ach, du Schitte. Es funktioniert jetzt im Moment nicht, weil ich in der Vorproduktion bin. Also ich habe jetzt bald Urlaub. Ich fange nochmal neu an. Ging das denn hier irgendwo? Ah, ja. Also ich habe bald Urlaub. Da heißt es doch, müsste doch eigentlich heißen, ja, du hast doch ganz viel Zeit. Theoretisch ja. Praktisch habe ich aber noch ein paar Sachen, die ich sehr, sehr gerne machen möchte im Urlaub. Also einfach mal was machen, euch vielleicht sogar mitnehmen. Heißt natürlich, ich muss meine Kamera mit dabei haben. Ich möchte mir ein paar Sachen kaufen, vielleicht auch mal eine GoPro irgendwo mal holen, Fahrrad fahren, Moped fahren, solange es noch geht. Einfach mal so, einfach mal was ganz anderes. So. Das wird vielleicht dann doch noch auf diesen Kanal kommen. Also ich sage jetzt mal, ich fahre in meiner Heimatstadt Görlitz ein bisschen rum mit einem Moped, mit einer GoPro vorne drauf. Und das nehme ich einfach auf, lade das in einem kompletten Video einfach mal hoch. Ich weiß nicht, wie sowas hier auf so auf dem Kanal ankommen würde. Eigentlich müsste man dafür einen anderen Kanal erstellen. Habe ich ja, ich habe ja einen Kanal indirekt ja schon. Für Live-Videos. Ich wollte eigentlich noch einen machen für so welche. Also entweder haue ich das auf dem Live-Kanal, wo eben nur zwei Abonnenten sind, den ihr gerne mal abonnieren könntet, dass ihr alle Live-Videos, alle Livestreams seit Juni, Anfang Mitte Juni. Oder ich haue das eben hier drauf, wo ich sowieso schon irgendwie Reader-Videos, Mansion Tour Videos und so weiter hochgeladen habe, wo es einigermaßen eigentlich hinpassen würde. Was? Die viel... Wo? Ja, sicher. Da ist sie dort runter geflogen. Okay, ich schneide mal kurz. So, da bin ich wieder. Wir sind hier wieder beim Checkpoint 7. 6 haben wir erreicht, 7. ist jetzt wieder vor. Und es schleift wie verrückt im Hintergrund. Und es ist einfach nur... ja... Ich habe hinten keinen Reifen mehr. Sieht man es nicht. Aber ihr seht ja, dass der Anhänger leicht zur Seite gebogen ist. Also ich habe auf der linken Seite keinen Reifen mehr. Da ist einfach der Reifen weg. Stups, weg, weg, weg. Oh mein Gott. Habe ich den nicht erwischt? Warum habe ich immer noch Checkpoint 6? Hä? Die Checkpoints werden nicht besser.
Also da unten ist ja kein Checkpoint mehr. Ist die Zeit vielleicht zu groß? Ich will trotzdem, so dass das lade ich dann einfach trotzdem als Part hoch. Ja, so sieht man's. Ist es wirklich, dass die Zeit so groß ist? Weil das wäre jetzt so Checkpoint 7, 8, 8. 9, 10, 12 oder so. Guck mal, jetzt haben wir hier 13 Checkpoints, bei uns waren es noch 12, oder? Ich weiß schon, worauf das hinausfällt jetzt. Wir fahren dort hoch und schmeißen das Ding dann runter. Pew. Am besten mit Geschwindigkeit und dann... Aber unser Wagen darf natürlich wieder nicht kaputt gehen. Wenn er natürlich kaputt geht, muss man von vorne beginnen. Na komm. Alter, das lässt sich überhaupt nicht mehr fahren. Fahren. Ach so, so ist das wohl. Okay. Schön. Ich habe eine 1. Ich habe eine 1, weil ich die abgeliefert habe. Es gibt keine Zeit. Oh, ja. Ah. Gut, okay, da würde ich mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt mir noch einen Moment, nicht einen Daumen unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt, auch nicht. Nächstes Mal sehen wir uns bei Downhill Racing, Medium oder USA, nur Goals. Also Gold gibt's keins. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Zeigt euch mir das Wort. Ciao, ciao.